Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur neuen Sendung hier, der letzte Handelstag in der Woche und der erste im neuen Monat. Wir haben Monatsschlusskurse, die werden heute Spezialthema sein zwischen 9 und 10 im Livestream. Jetzt haben wir 8.01 Uhr am 1. November und aus Chinas Industrie kommen Signale für eine konjunkturelle Belebung. Es gibt ja diese Kaixin-Umfragen bei den Einkaufsmanagern, die schauen dann, wie viel kaufen wir ein, wie schätzen wir die Zukunft ein, wie schätzen wir derzeit die aktuelle Lage ein. Und der Composite-Index für die Industrie ist auf 51,7 gestiegen von 51,4 im Monat zuvor. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, aber wir haben ja die ganze Zeit über den Sommer Angst gehabt, dass das weiter abwärts geht. Das ist nicht der Fall. Also hier eine Mini-Belebung, aber derzeit nehmen die Anleger alles, was sie bekommen können, was an positiven Signalen irgendwie da ist. Und das wirkt sich jetzt auch aus auf die technische Lage hier im Germany 30. Der testete gestern, und das ist bullish, die 12.804 dort liegende Kurszielmarke aus dem Boden, aus dem August. Und wir haben erneut keinen Schlusskurs unter 8,96 unter dem Tief dieser Hanging Man Kerze. Damit wird aus diesem schwachen Umkehrkerze wird keine starke Umkehrkerze. Damit ja, wird ein Verkaufssignal abgelehnt im DAX. Und das ist im Umkehrschluss betrachtet eben ein Signal, ein mögliches Signal eben für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Da wir uns über 8,04 halten, ist 13.391 das Signal gesetzt, dass wir dorthin gehen könnten. Aus dem Ausland liegen heute Sharp, ExxonMobil, Yahoo, American International Group, die ist auch als AEG bekannt, und Alibaba-Quartalszahlen vor. Hier mit AEG, dem Versicherer, ist so ein Unternehmen, das mit der Finanzkrise assoziiert wird. Gleichzeitig sieht man in den USA jetzt Anstrengungen, Freddie Mac und Fannie Mae wieder an die Börse zu bringen, also wieder zu privatisieren und vielleicht dann an die Börse zu bringen. Hier also die beiden Hypothekenfinanzierer, die verstaatlicht werden mussten, sollen jetzt wieder aus der schützenden Hand der US-Regierung, des Staates befreit werden, als auch dem Immobilienmarkt in den USA wieder besser geht. Auch da hilft natürlich, dass die US-Notenbank jetzt dreimalig die Zinsen gesenkt hat. Das belebt den Hypothekenmarkt und lässt dann eben auch die Bewertung, wenn der Staat jetzt eben Freddie Mac und Fannie Mae loswerden möchte, gut und positiv wieder erscheinen. Und das ist ein bisschen das Signal, das wir eben auch haben vom US-SPX 500 Cash, der S&P, größte Aktienindex der Welt, Bodenbildung über den Sommer hinweg, Test der 200-Tage-Linie, Boden ist aktiviert und jetzt kämpft der Index hier mit der 3042. Gestern die Attacke auch im Zusammenhang mit der Nachricht, dass irgendwelche chinesischen Politiker gesagt hätten, ja, wir glauben nicht, dass wir mit Donald Trump da langfristig uns einigen können, hat hier für einen Schreckmoment gesorgt, aber es wird wieder hochgekauft, es sind wieder über 3042, sofern das der Fall ist, wäre 3104 ein mögliches Ziel. In Japan hören wir von dem Finanzminister, Taro Aso heißt der gute Herr, der hat das zurückgewiesen, was in den Medien berichtet wurde, nämlich dass Japan über ein Konjunkturprogramm nachdenke. Japan hat ja gerade die Mehrwertsteuer angehoben, weil wir in Japan ja die Situation haben, dass die Leute schnell altern. Das ganze, die Pyramide steht da am stärksten weltweit auf dem Kopf. Und um die Rückstellung, die Renten und alles bezahlen zu können, schraubt man da an der Mehrwertsteuer und schraubt die nach oben. Das ist natürlich genau jetzt in der Zeit passiert, wo weltweit diese Schwäche auch durch den Handelskonflikt da ist. Japan hat sich ja sehr schnell mit den USA geeinigt, hat da jetzt den Handelsvertrag relativ fix umgesetzt, aber natürlich belastet die chinesisch-US-amerikanischen Spannungen immer noch auch in Japan, die ja sehr stark exportabhängig sind. Wir haben seit gestern sessional betrachtet im US-Dollar zum japanischen Yen einen sessionalen Rallye-Start gestern gehabt. Also da schaue ich mir immer an, wie entwickelt sich der normale Verlauf von Märkten, und habe mir da notiert, wann der Markt hier
normalerweise saisonal beginnt zu steigen, bis zum Jahresende jetzt beim US-Dollar zum japanischen Yen eine positive Phase. Das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt steigen muss, aber im Schnitt der letzten 10 Jahre geht es bis Jahresende nach oben. Wichtig wird es da sein, dass wir hier diese Widerstandszone nach oben durchschlagen können. Wichtig wird es da auch sein, da das Tief der Bewegung hier in der Woche vom 24. August lag, wenn wir da jetzt ein 1, 2, 3 versuchen zu aktivieren, dass wir möglichst über 108,48 drüber gehen. Das scheint jetzt hier in der laufenden Woche mit dieser Umkehrkerze nicht der Fall zu sein. Also Saisonalität beim US-Dollar zum japanischen Yen ist positiv. Die Charttechnik jetzt unmittelbar nicht so sehr. Vielleicht ändert sich das auch, weil wenn die Anleger ins Risiko gehen, dann beleihen sie den japanischen Yen und nehmen dann diese kostenlosen oder zumindest kostengünstigen Kredite und investieren die dann zum Beispiel am US-Aktienmarkt oder zuletzt eben sehr stark in europäischen und deutschen Aktien, weil man da ein bisschen auch so Nachholpotenzial sieht. Also internationale Investoren beleihen den Yen, den Carry Trade, holen das Geld von dort, investieren das dann in das Risiko, in dem Fall, wo eben die Risikobereitschaft nach oben geht und die Aktien nach oben gehen, was wir im Oktober gehabt haben. 13.30 Uhr dann eben heute die Arbeitslosenzahlen für den Oktober. Um 14 Uhr werde ich das Ganze dann kommentieren. Ich bin selbst um 13.15 Uhr bei NTV, deswegen kann ich keine Livestream machen, leider, aber ich gucke, dass ich schnell wieder zurückkomme. 14 Uhr können wir auf jeden Fall ausmachen, werde ich das, die Reaktion auf die Arbeitslosenzahlen aus den USA kommentieren. Die kommen 13.30 Uhr, 14 Uhr dann der Livestream hier. Um 15 Uhr kommt dann aus den USA der ISM-Einkaufsmanager-Index, ebenfalls eine spannende Geschichte. Und dann, last but not least, müssen wir auch noch einen Blick werfen auf das Öl. Die USA haben neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Dort geht es jetzt gegen die Baubranche, hatte der Außenminister in Washington verkündet. Und der WTI-Preis im Big Picture, wenn wir jetzt schon die Monatsschlusskurse haben, hier der Blick auf die Monatskerze Oktober im WTI, im US-Öl. Da ist ein Doji entstanden nach einem Hammer, nach einer Hammerkerze und das nach einem, ist es ein In-Neck-Pattern oder ist es ein Piercing-Pattern? Das reicht, glaube ich, nicht ganz für ein Piercing-Pattern, ist der Schlusskurs zu tief, aber es wird hier dieser Punkt 1 aus dem 1-2-3-Trend-Wendemuster 51-41 auf Monatskerzenbasis mehrmals bestätigt. Solange wir da drüber bleiben, ist übergeordnet ein Anstieg auf 67,29 möglich. Darunter wird sich die technische Situation eintrüben, also so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt des Kursgeschehens beim BTI 51,41. Ab 9 Uhr schaue ich mehr zum Big Picture im Monatskerzenchart an. Da wir jetzt die Monatsschlusskurse haben. Wenn ihr wollt, schaltet ein. Wenn nicht, dann wünsche ich euch allen schon mal ein schönes Wochenende und bis Montag. Ciao.